Mit diesem Diagramm kann man die Chondrite anhand ihrer Balkzusammensetzung klassifizieren, das heißt voneinander unterscheiden. Dazu trägt man auf der Y-Achse die Zusammensetzung auf eines Elements zum Beispiel und zwar normiert auf CI, das heißt das Element wird durch die Elementkonzentration in CI geteilt und auch noch durch Magnesium, das Ganze hier in Gewichtsprozent. Für CI bedeutet es, wenn man jedes Element durch sich selbst teilt, gibt es 1, wenn man es dann noch durch Magnesium teilt und dann Magnesium auch durch Magnesium teilt, das auch 1 ergibt, kommt man überall bei 1 raus. Das heißt, alle Elemente in den CI-Chondriten liegen hier bei 1. Auf der X-Achse sind die verschiedenen Meteoritengruppen aufgetragen, also CI, CM, CV, CO und so weiter. Dann wird nochmal unterschieden nach den kohligen Chondriten, den gewöhnlichen Chondriten, den N-Satellit-Chondriten und den R- und K-Chondriten. Die einzelnen Linien repräsentieren jetzt Elemente unterschiedlichem chemischen Charakters. Zum Beispiel refraktäre Elemente, einmal Calcium und einmal Aluminium. Man sieht jetzt, dass in den kohligen Chondriten Calcium und Aluminium meistens etwas angereichert ist. Nicht in allen, in den CERs nicht so sehr, aber in den CIs durch die Normierung natürlich auch nicht, aber in allen anderen. Und diese, also es gibt eine Anreicherung refraktärer Elemente. Und die kohligen Chondrite haben auch die meisten CAIs und vermutlich, das lässt sich auch zeigen, dass diese Anreicherung hauptsächlich durch die CAIs zustande kommt. In den gewöhnlichen Chondriten sind die refraktären Elemente leicht verarmt, wie man hier sehen kann. Und N-Satellit-Chondriten und R- und K-Chondriten gilt dasselbe. Einmal das hier ist Aluminium hier und das hier ist das Calcium da unten und das hier ist Aluminium. Da geht es ein bisschen auseinander, hängt vielleicht auch mit den Analysen zusammen. Also an sich sind die Refraktären meistens verarmt, relativ zu CI und Magnesium. Die nächsten Elemente gibt es dann Silizium und Eisen. Magnesium ist natürlich nicht dabei, da darauf normiert wird. Was man jetzt sehen kann ist, ich mache die mal grün, dass gerade Silizium in den kohligen Chondriten eigentlich immer gleich ist wie Magnesium, also das Magnesium-Silizium-Verhältnis in kohligen Chondriten ist in der Regel immer 1. Dieser eine Wert hier bei CH-Chondriten ist vermutlich nicht ganz korrekt, der muss mal nachgemessen werden. Ist also immer 1, ist ein Charakteristikum. In den gewöhnlichen Chondriten steigt dann das Silizium-Magnesium-Verhältnis, das heißt Silizium ist angereichert oder Magnesium verarmt. Das Ganze steigt noch mehr in den N-Satellit-Chondriten und ist dann nochmal anders hier in den R- und K-Chondriten. Das heißt, hier gibt es generell eine Silizium-Anreicherung oder eine Magnesium-Verarmung. Das ist natürlich auch relativ entscheidend, weil Silizium und Magnesium mit zu den häufigsten Elementen gehören und das ist nicht ganz unwesentlich. Das Eisen ist oftmals leicht verarmt in den CH-Chondriten, deshalb heißen ja auch CH, sehr viel Metall drin, daher gibt es auch sehr viel Eisen. Ansonsten ist es einigermaßen unterschiedlich in den verschiedenen Meteoriten. Das hat eventuell zu tun mit Metallfraktionierungen während der Bildung. Schließlich volatile Elemente, mäßig volatile Elemente und höher volatile Elemente sind in den meisten Meteoriten verarmt. Es gibt hier, man kann es nicht sagen, wirklich einen Trend, denn die Meteorite sind so aufgetragen, dass eben genau die, also nach absteigender oder nach zunehmender Verarmung in volatilen Elementen hier. Aber die meisten der kohligen Chondrite sind stark verarmt in den mäßig volatilen, aber auch in den hochvolatilen Elementen hier. Die mäßig volatilen Elemente sind dann wieder etwas stärker angereichert oder relativ zu den kohligen Chondriten, nicht zu CI. Die hochvolatilen Elemente bleiben eher unten und sind nur noch einmal in den N-Satellit-Chondriten wirklich hoch. Ansonsten sind die auch in den übrigen Chondritgruppen relativ gering. Die mäßig volatilen Elemente bleiben ungefähr gleich, leicht verarmt gegenüber CI, aber mehr angereichert als in den kohligen Chondriten. Was bedeutet das Ganze jetzt nun? An sich gibt es zwei Möglichkeiten, das zu interpretieren. Was man erkennen kann, ist,
dass die kohligen Chondrite hier verarmt sind in volatilen Elementen. Diese Verarmung kann zustande kommen, indem volatile Elemente, wenn das hier ein Meteorit ist, können volatile Elemente entweder evaporiert sein, nachdem der Meteorit entstanden ist praktisch, oder aber man hat hier ein Reservoir, in dem entsteht ein Meteorit. Das ist ein Reservoir, in dem der Meteorit entsteht. Und das Reservoir hat eine relativ hohe Temperatur, sagen wir mal so etwas wie 900 Kelvin. Und deshalb kondensieren nicht alle Elemente. Das heißt, hier hat man eine unvollständige Kondensation. Und durch diese unvollständige Kondensation kondensieren nicht die volatilen Elemente primär. Und zwar hauptsächlich die Elemente nicht, die unterhalb von 900 Kelvin kondensieren. Das heißt, dass man hier eventuell erkennt, ist, dass in diesen Chondriten hier, dass diese Chondrite hier in Reservoiren entstanden sind mit höherer Temperatur als zum Beispiel CM-Chondrite oder auch EH-Chondrite oder auch generell die gewöhnlichen Chondrite. Man könnte daraus ableiten, dass eventuell, wenn das hier unser Sonnensystem ist und das hier eine protoplanetare Scheibe, es vielleicht einen Temperaturgradienten gegeben hat von der Sonne nach außen. Also hier nimmt die Temperatur zu, hier ist die Sonne, das ist ein Temperaturgradient. Und dann würden Meteorite mit weniger volatilen Elementen etwas außerhalb in dieser protoplanetaren Scheibe entstehen und Meteorite mit höheren, mit mehr volatilen Elementen könnten auch bei höheren Temperaturen entstanden sein, als etwas inner in dieser weiter in dieser protoplanetaren Scheibe. Das sind relativ simple Erklärungsmuster. Es muss nicht unbedingt so gewesen sein. Was man auf jeden Fall sagen kann, es scheint sinnvoll, dass volatile Elemente, dass Meteorite mit wenig volatilen Elementen, also diese hier, in Regionen mit höherer Temperatur entstanden sind. Soweit zu diesem Diagramm.